Hallo, mein Name ist Luca und wir spielen heute mal Master Builder. Viele denken sich einfach, weil ich das noch nie gebracht habe, dass ich da schlecht drin bin. So wie in jedem anderen Spiel auch. Aber an alle nichtsnützigen Volltrottel hier draußen, ich bin Master Builders Champion. Glaubt ihr mir nicht? Ich schau mal, ob ich hier irgendwo... Da ist er. Guck mal, ich habe sogar noch hier meinen Pokal von damals. Pokal. Das ist mein Pokal von den Master Builders Meister... Oh. Das ist schon tatsächlich ein bisschen her. Das war 1892 in Ungarn. Das belegt quasi, dass ich Master Builders Boss bin. Ja, also hier an alle Leute, die das nicht glauben. Ich mache euch sogar meinen Pokal kaputt. Ich mache jetzt mal komplett kaputt hier. An alle, die Master Builders nicht kennen, das ist dieser Modus, den derzeit irgendwie jeder 0815 YouTuber hochlädt. Ich jetzt auch. Ich wollte Ihnen einfach mal zeigen, wie es funktioniert, oder? Oh. Ich brenne. Wir sind jetzt in der Welt drin und da unten zählt gerade ein Countdown runter. Und wenn der abgelaufen ist, sehen wir in der Mitte eingeblendet, was wir jetzt innerhalb von 5 Minuten bauen müssen. Das ist in diesem Fall jetzt ein Queen? Wie soll ich denn eine Königin... egal, ich bin der Champion. Wie stellt man Hautfarbe hier dar? Ich mache das jetzt mal einfach mit diesem Block hier. Erstmal bauen wir der Königin hier vorne ein schönes Kleid. So 5, 4, 2. Das geht dann hier so ein bisschen hoch, damit die auch natürlich sehen, hey, die ist Prinzessin gerade. Nee, die ist gar nicht Prinzessin, die ist ja Königin. Alles klar. Nur noch 4 Minuten. Aber natürlich, klar werde ich das schaffen. Das hier wird jetzt quasi so dieser... Oh mein Gott. Wieso ist da... Wie? Hä? Das hier ist das Gewand, was die Queen tragen wird und das ist natürlich komplett vergoldet, weil sie unglaublich geil und cool ist, ja. Das hier soll jetzt das Gesicht darstellen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie man Hautfarbe in diesem Modus darstellen soll, beziehungsweise allgemein in Minecraft. Das geht gar nicht. Das hier werden die Augen, das heißt, ich mache die hier so ein bisschen rum, hier, da, so, bam, das sind die Augen, dann bekommt die noch eine tolle... Aus welcher Farbe mache ich jetzt die Nase? Und dann noch in Rot, toll, die Lippen von 2 Minuten! Aber klar! Ich muss mich gerade tatsächlich ein bisschen beeilen, das heißt, es wird wahrscheinlich nachher nicht schön aussehen. Das liegt nicht daran, dass ich nicht malen kann, beziehungsweise nicht hier in Minecraft was bauen kann, sondern einfach, weil... ja, ich bin schlecht. Und dann bekommt die so ein oranges T-Shirt jetzt einfach mal noch hier dran geklatscht. So, hier, bam, 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 bam. Das ist das T-Shirt an alle, die es mir nicht glauben wollen. Also wahrscheinlich keiner. Tada, wir... Oh mein Gott. Wir haben die Krone vergessen. Was ist eine Königin ohne Krone, Mann? Da, so, hier, zack, zack, zack. Das sieht jetzt zwar aus wie ein Hut, aber dafür mache ich hier oben einfach noch hier so die beiden Teile dran. Dann packe ich hier dann noch eben 2 Diamantblöcke dran und hier so einen leuchtenden Kack. Bam, badam, 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 badam. Oh nein, der fliegt in der Luft. Bam, badam, badam, badam. Wir können nur hoffen, dass wir nicht letzter werden. Kann man denn überhaupt, das ist, ist das eine Königin? Ich schreibe einfach hier unten drunter, dass das eine Queen ist, noch ganz schnell in 15 Sekunden. Ich hoffe, dass ich das packe. So, zack, zack, zack. In 7 Sekunden und ich muss noch Buchstaben. So, 5, 4, so, Queen, 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 Queen. Nein! Jetzt steht da Queen. Ich dachte gerade, meins sei hässlich, aber... Naja, das ist auch nicht so toll. Ich sag mal einfach, my eyes are bleeding. Und wenn jetzt theoretisch alle sagen würden, my eyes are bleeding, dann wird dieses Ding in die Luft fliegen. Das hier ist, my eyes are bleeding. Ui. Es ist tatsächlich gerade in die Luft geflogen. Hier haben wir, das ist, auch my eyes are bleeding, weil... Was ist das? Man merkt schon krass, dass andere YouTuber, wenn die das irgendwie aufnehmen, teilweise andere einfach runtervoten, damit die den ersten Platz belegen. Ich weiß nicht, was das bringt. Vielleicht kriegt man da mehr Punkte, aber ich habe eh auf diesem Server keine... Wow! Das ist richtig nice. Wieso bin ich nicht auf die Idee mit dieser Hautfarbe gekommen? Wow! Everything is awesome. Das ist echt mega nice. Hier sogar die Krone nur so außenrum. Alter, damn, das ist mega chillig, Mann. Hier ist meine Königin. Da kann ich jetzt einfach mal... Ich glaube, ich kann sogar nichts sagen, wenn ich amazing... You cannot vote on your own creation. Nudel schreibt lol. Was für that face? That's awesome. Och, nö, nö. Jetzt denken die, das ist für dieses Bild hier. Jetzt habe ich amazing gestimmt, ich Dummkopf. Sieht tatsächlich eigentlich auch ganz schön aus. Die Augen sind ganz cool mit diesen... Oh, was ist das denn hier? Er ist... Oh... Alter, das ist ja unglaublich nice. Das ist einfach richtig schön. Wieso komm ich nicht auf so eine Idee mit so einem Mund, ey? Hier haben wir eine Person, die gerade Pipi macht. Okay.
WTF. Und ich glaube, dass... Oh mein Gott, der hatte die gleiche Idee wie ich. My eyes are bleeding. Fliegt es in die Luft? 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 Fliegt es in die... Yeah! Ich glaube, das war jetzt auch schon der letzte. Und jetzt haben wir das Endergebnis. McNoodle One. Wir sind Fünfter. Nice. Ach, ich meine, als Champion muss ich natürlich sagen, das wäre jetzt blöd. Wenn euch diese Folge Masterbuilders gefallen hat und ihr denkt euch jetzt, ja, der Luca, ah, der ist ganz geil, dann zeigt es mir mit einer Bewertung und ich werde das eventuell vielleicht normal aufnehmen. Ich denke zwar eher nicht, weil ich schlecht bin, aber naja. Ich hole mal eben meinen Pokal aus dem Mülleimer hier hinten.